Angeblich hat Mark Twain den Satz gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Nun inzwischen wissen wir, dass Mark Twain diesen Satz nicht gesagt hat, dass das also eine falsche Zuschreibung ist, aber dennoch ist es ein sehr intelligenter Satz und vielleicht reimt sich jetzt Geschichte wieder in der derzeitigen Marktentwicklung im Vergleich mit den Jahren 2000, 2001, also Dotcom-Blase und dann 2007, 2008 Finanzkrise, denn da gibt es einige interessante Punkte. Schauen wir uns aber erstmal den guten Mark Twain an, der soll diesen Satz gesagt haben, der allerdings erst 60 Jahre nach seinem Tod aufkam, wie die Wissenschaft inzwischen gefunden hat. Gleichwohl, man schreibt eben solche wirklich schönen Sätze meistens sehr guten Denkern zu und Mark Twain ist sicherlich ein sehr, sehr guter Denker. Ein guter Denker ist auch Sven Henrik, der hier in diesem Tweet, finde ich, es auf den Punkt bringt, indem er gesagt hat, ja, am 3. Januar, als die Märkte praktisch wieder öffneten, wenn dir jemand gesagt hätte, dass im April wir 22 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe haben, wahrscheinlich ein BIP von -20% haben werden und über 35.000 Amerikaner an einer Epidemie, Pandemie gestorben sind und man dann gleichzeitig gesagt hätte, dass der Nasdaq aber höher steht als am 3. Januar, dann hätten alle gesagt, sag mal, bist du völlig gaga. Erstens, dieses Szenario ist unrealistisch, aber wenn es denn so wäre, dann kann es ja nicht sein, dass ein Aktienmarkt höher steht angesichts dieser Situation. Er tut es aber und das ist natürlich eine interessante Story. Warum tut er das? Weil er ein bisschen teuer ist. Wir werden gleich sehen, warum er es tut. Wir sehen jedenfalls, dass er teuer ist. Wir haben hier das sogenannte 12 Monate Forward Price Earnings Ratio, also Kurs-Gewinn-Verhältnis. Vorlaufend, da sind wir in etwa auf der Spitze des Jahres 2017, was die Bewertung betrifft und wir sind nur ganz knapp unter dem Allzeithoch, das wir kürzlich ja erreicht hatten. Vor allem der Technologiesektor ist es, der massiv gut läuft und nicht gerade billig ist. Der hat nämlich ein Kursgewinnverhältnis von über 19 im Schnitt. Das ist historisch extrem teuer, so teuer wie noch nie. Und wir bekommen in dieser Woche ja erste Zahlen, vor allem aus dem Tech-Sektor. Gehen wir mal weiter. Wäre alles, was im S&P 500 gelistet ist, gleichgewichtet, gäbe es also diese Schwergewichte wie Amazon, Microsoft, Apple nicht, dann sehen wir, dass die Performance eine ganz andere wäre. Unten sehen Sie den S&P 500 mit dieser Linie, an die er gestoßen ist und oben sehen Sie diesen Value Line Geometric Index. Das ist ein Index, der praktisch alle Aktien, die im S&P 500 sind, gleichgewichtet, keine also wegen ihrer Marktkapitalisierung höher gewichtet. Und dann sehen wir, dass es nicht der breite Markt ist, der hier wirklich gut läuft, sondern sind wieder wie vor der Corona-Krise einige wenige Aktien, die das Ganze sozusagen nach oben ziehen. Dabei sehen wir massive Auseinanderklaffungen, kann man sagen, zwischen dem Anleihemarkt und dem S&P 500, mithin also den Aktienmärkten. Wir sehen hier, die Rendite für US-Staatsanleihen fällt weiter. Die Kurse an den Aktienmärkten steigen weiter. Öl fällt weiter. Die Kurse an den Aktienmärkten steigen weiter. Wir sehen den City Economic Surprise Index, der weiter ins Bodenlose stürzt. Die Zahlen, die wir bekommen, sind also durchschnittlich noch viel schlechter als ohnehin schon die schlechten Erwartungen das Ganze eigentlich abbilden, aber die Aktienmärkte steigen trotzdem. Da sagt zum Beispiel ein Jeff Gundlach, der Bond-Guru, ja, es gab den Konsens, dass wir neue Tiefs erreichen und dann kam das nicht, weil sozusagen immer das nicht kommt, was alle erwarten. Jetzt aber erwartet keiner mehr, dass wir die März-Tiefs wiedersehen, deswegen werden sie wahrscheinlich wieder kommen. Und Guggenheims CIO, also der Finanzchef von Guggenheim, sagt, dieser Markt ist völlig absurd, der hat gar keinen intrinsischen Wert, wenn ich das mal abgleiche mit den Zahlen, die die Unternehmen dann bringen werden. Warum aber stehen wir da, wo wir stehen? Liquidität. Hier der Global Liquidity Proxy und wir sehen, dass die Aktienmärkte dem ein Stück weit folgen, weil der Glaube da ist, ja, die Notenbanken können es vielleicht nochmal richten. Aber können sie es richten? Hier sehen wir einen interessanten Chart von Sven Henrik, der zeigt, dass wir im Jahr 2000, 2001, 2007, 2008 und jetzt ein ähnliches Muster haben. Wir sehen von den Hochs einen Abverkauf und dann gehen die Kurse wieder nach oben, es folgt sozusagen die aufgrund der Überverkauftheit, die technische Gegenbewegung, die läuft dann jeweils 2001 und 2008 bis zum 20-Tages-Durchschnitt hier beim S&P 500. Genau da sind wir jetzt auch beim S&P 500
Heute, mithin also am 20-Tages-Durchschnitt, die Rallye, die wir jetzt gesehen haben, ist allerdings größer als das, was wir 2008 und 2001 gesehen haben. Aber es ist auf jeden Fall das Potenzial da, dass wir doch neue Tiefs nochmal sehen, was keiner auf dem Schirm hat, weil alle sagen, hey, das Gröbste ist doch überstanden. Aber ist es überstanden? Das ist die große Frage. Hier sehen wir das nochmal, wie wir da ziemlich genau an diesem Punkt sind. Ja, wir haben möglicherweise ein gewisses Plateau in Sachen Corona-Krise erreicht. Hier eine sehr schöne Grafik der Financial Times, die das mal auf den Punkt bringt, dass wir möglicherweise, was die Anstiege betrifft, jetzt mal sozusagen ein Plateau bilden, dass es da nicht exponentiell weiter nach oben geht. Aber es war doch noch vor kurzem die Rede eigentlich, naja, es ist doch so, wenn dann es wärmer wird, und derzeit haben wir es hier in Deutschland ja relativ warm, sonnig, eigentlich eine herrliche Zeit, dann wird das Coronavirus seine Schwierigkeiten bekommen. Wir wissen jetzt, das ist nicht so. Ich habe gestern mit Leuten gesprochen, Lehrern etwa, die sagen, wir wissen genau, dass oder die Wahrscheinlichkeit ist riesig, dass wir letztendlich auch jetzt zwar mit der Schule so in Etappen beginnen, aber dass wir selbst nach den Sommerferien nicht zu einer irgendwie gearteten Normalität werden zurückkehren können. Und das gilt eben auch für die Wirtschaft. Das heißt, wir werden mit diesen Einschränkungen wahrscheinlich das ganze Jahr noch mindestens leben, wenn nicht länger. Und das ist etwas, was ja eigentlich vor oder auf einem bei einem bestimmten Punkt der Corona-Krise den Menschen eher nicht klar war, dass das sozusagen ein Prozess ist, der sich lange hinziehen wird. Und ich will Ihnen noch mal ein paar, wie ich finde, interessante Grafiken zeigen. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel die globalen Neuinfektionen, die sind rückläufig gewesen. Die Frage ist das ein nachhaltiger Trend? Wir hatten das schon mal, dass die Neuinfektionen mit dem Coronavirus global gesehen rückläufig waren, um dann wieder Anstiege zu erleben. Also muss man abwarten. Wir sehen aber, dass zum Beispiel Singapur mit dieser Öffnungspolitik, die man gemacht hat, nicht gut gefahren ist. Die Neuinfektionen wie auch die Toten sind da stark nach oben gegangen und möglicherweise ist das, was diese Grafik hier zeigt, nämlich eine Grafik von JP Morgan, eben so eine Art Welle. Das wird dann abebben mit dem Coronavirus und dann wird es wieder nach oben gehen. Allerdings wird die Welle nicht so stark und nicht so hoch sein wie die erste Welle, aber es ist eben auch eine Welle. Dann kommt der Abschwung wieder, dann kommt die nächste Welle, die wird vielleicht ein bisschen kleiner, bis dann vielleicht irgendwann ein Impfstoff entwickelt wird. Wahrscheinlich ist eher, dass ein Medikament entwickelt wird, so wie wir das bei AIDS etwa haben. Da ist es ja nicht möglich, bisher gegen AIDS geimpft zu werden, aber man kann mit einem Medikament versuchen, den Krankheitsverlauf abzumildern, zu verlangsamen etc. Vielleicht wird das irgendwann möglich sein, wir wissen, aber nicht wann. Und jetzt haben wir das Problem natürlich, dass von dieser Corona-Krise am stärksten die Älteren betroffen sind, denn die werden auch mittelfristig zu Hause bleiben müssen, werden also weniger konsumieren. Hier hat die Deutsche Bank gezeigt, dass am gesamten Konsum in den USA die über 55-Jährigen, die über 65-Jährigen schon knapp ein Viertel bringen und die über 55-Jährigen über 40%. Also das sind die Kaufkräftigen, die dann eher zu Hause bleiben, weil sie eben zur Risikogruppe gehören. Und wenn wir uns jetzt mal hier anschauen, China, wie ist es denn eigentlich nach Ende des Lockdowns oder auch nach den Lockerungsmaßnahmen, nachdem die schon eingesetzt haben, dann sehen wir hier, Kohlekonsum zum Beispiel ist jetzt in China noch deutlich unter 75% dessen, was vorher der Fall war. Box Office Revenue, also Kinoerlöse, sind bei null. Metro Passenger Volume ist nach wie vor unter der Hälfte. Housing Sales sind etwa jetzt wieder bei 70% des Vor-Corona-Niveaus. Also wir sehen, das wird jetzt keine ganz einfache Geschichte hier, dass wir dann Lockdown beenden und dann wird alles zu 100% wieder wie vorher. Nein, das wird es nicht. Gastro-Tourismus sind die am härtesten betroffenen Gruppen, aber es gibt eben viele, viele andere Bereiche, die sich so schnell nicht erholen werden. Dementsprechend habe ich nie geglaubt an diese V-Erholung. Bums runter, bums sofort wieder rauf. Das ist nach meiner Auffassung ein Quatsch. Liz Anson, das hat jetzt interessanterweise eine Y-Erholung ins Spiel gebracht. Andere sagen, es könnte ein W sein, also runter, ein bisschen rauf, dann wieder runter, dann wieder rauf. Oder ein Y, es geht eben runter, dann stark runter, dann Erholung, langsame Erholung und dann wieder rauf. Wir werden sehen, wie es kommt. Was wir hier sehen, meine Damen und Herren, das ist der DAX, wie er sich jetzt heute präsentiert. Wir haben in Asien nicht so wahnsinnig viele Nachrichten. Die Chinesen haben 2 Zinssätze gesenkt, obwohl ja eigentlich alles wieder ganz schick ist. Donald Trump
wird einige Zollerleichterungen machen, dass amerikanische Firmen in bestimmten Bereichen nicht die Zölle abführen müssen an die USA, um einfach die Lieferketten ein bisschen wieder geschmeidiger zu halten. Trump will jetzt heute schon wieder Spektakuläres zur Öffnung verkünden. Das wird aber wahrscheinlich nicht so wirklich gelingen. Wir sehen also den DAX bei 10.686. Was machen die Amerikanskis? Da sehen wir, geht es ein bisschen nach unten jetzt auf Future-Basis 24.100. Und wenige zerquetschte. Wir haben Euro-Dollar jetzt ein bisschen unter Druck in den letzten Minuten bei 1,0847. Die Charts, by the way, von Capital.com. Und wir sehen Gold, das sich jetzt hält bei 1678. Und richtig krass geht es jetzt bei Öl zu. 23,90 $. Hier ja heute Kontraktwechsel. Der ferner liegende Kontrakt, der jetzt eigentlich der Frontend-Kontrakt ist, steht etwas höher. Jedenfalls sehen wir, dass nach wie vor wirklich ein Boden bei Öl nicht sichtbar ist, dass hier keine wirkliche Erholung bei Öl ist. Die Märkte haben schon sehr, sehr viel vorweggenommen, die beste aller Welten wieder vorweggenommen. Und möglicherweise trifft es sie jetzt auf den falschen Fuß. Muss nicht so kommen, die Rallye kann sich weiter nach oben spulen. Aber es wird in dieser Woche jetzt gefährlich, denn wir haben auch Zahlen. Die kann ich vielleicht noch mal ganz kurz displayen, hatte ich vorhin vergessen. Dann will ich es Ihnen hier mal zeigen. Da haben wir nämlich heute zum Beispiel IBM Halliburton, das wird wichtig. Dann haben wir morgen Coca-Cola, Lockheed Martin, Texas Instruments, wichtig für den Tech-Bereich. Am Mittwoch zum Beispiel Tesla, sehr, sehr wichtig. Und am Donnerstag natürlich Amazon von extremer Bedeutung, am Freitag dann American Express. Zum Beispiel. Also jetzt wird Butter bei die Fische geliefert, jetzt kommt der Abgleich mit den Zahlen und dann werden wir Bewertungsthematiken haben. Aber jetzt wünsche ich erst einmal einen guten Start in diese neue Woche, meine Damen und Herren. Ich sage Servus und Ciao.